Mann, ey! Alter! Ah ja, gut zu wissen. Nee, ich google gerade nicht, wann das rausgekommen ist. Also, das ist am 15.04.2010 rausgekommen, das Spiel. So, weil ich nur mal gerade gesagt habe. Das habe ich eben gerade nicht über Google herausgefunden. Nee, das wusste ich schon. So. Das Spiel ist einfach, aber teilweise auch schwer. Ich habe schon einige Male durchgespielt. Sicher mindestens schon dreimal. Ich finde es gut, es ist schnell durchgespielt. Aber dann würde ich sagen, ich hoffe, ich kann ein neues Spiel beginnen. Ja. Status Schreibfehler. Ohne Speichern fortfahren. Ja, komm, du sollst mal. So. Ja, hier sehen wir übrigens den Mord. Das kann ich schon mal so viel sagen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, Fallendstation. Hauptquartier. Büro. Das ist auch wieder ein Spiel, wo ich ganz viel labern, also vorlesen muss. Dein erster Tag im K11-Team. Löse deinen ersten Fall. Wir spielen übrigens Gerrit. Fallendstation. Hallo, ich bin Kommissarin Alexandra Rietz. Du kannst Alex zu mir sagen. Du bist neu hier, nicht? Frisch von der Polizeischule? Ja, du, ich bin erst vor ein paar Tagen hier angekommen. Ich freue mich schon auf die Zeit. Wir uns auch. Frische Augen können nie schaden. Du wirst sehen, hier sind alle sehr nett und helfen gerne, wenn du Fragen hast. Allerdings kann es ab und an schon mal ein wenig rauer zugehen. Oh, rauer? Ich bin einiges gewöhnt. Mich kann so schnell nichts umwerfen. Also vielleicht, wenn ich bewusstlos bin und mich dann jemand umwirft. Dann warte mal auf deine ersten Mordopfer. Manches kann einen hier ganz schön mitnehmen. Das Spiel ist übrigens ab 12. Kein Problem, ganz ehrlich, das Spiel ist ab 12. Gut, dann kommen wir doch gleich zu deinem ersten Fall. Jo. Im Fall Endstation wurde der Busfahrer Ernst Ruppert tot in seinem Bus aufgefunden. Was ich mal ganz kurz sagen muss, der geht nicht automatisch weiter, sondern ich muss immer links klicken. Das Team besteht aus uns beiden und dem Techniker Philipp Anders, der alle notwendigen Analysen für dich durchführen wird. Philipp Anders, ich will nichts verraten, aber ich finde die Wendung dann eigentlich schon richtig krass. Es sind übrigens nur 5 Fälle, die gehen eigentlich relativ schnell. Der Mord passierte im Bus an der Endhaltestelle. Dort solltest du dich unbedingt zuerst umsehen. Okay. Angeblich gibt es eine Zeugin, die sich kurz vor der Tat im Bus aufgehalten haben will. Das muss ich aber noch genauer überprüfen. Alles soweit verstanden? Nee. Jo, das weiß ich. So, jetzt haben wir hier wunderschönes K11-Zeichen. Was passiert, wenn ich hier draufklicke? Ach so, dann gelange ich dann ins Hauptmenü. So, jetzt kann ich mal kurz demonstrieren. Hier haben wir eine Tür, da kann ich nichts machen. Hier haben wir eine Tür. Ich glaube, hier kommen wir zur Personenbefragung. Jo. Und hier drüben kommen wir in dieses Menü, in das wir auch so reinkommen würden. Hier. Ja, hier sieht man die Orte, wo man hin kann. Hier sieht man die Beweise. Hier die Täter, die kann man auch hier rüber fragen. Ja, wie gesagt, hier sieht man, wo man hinkommt. Ja? Das blinkt dann immer, wenn hier was Neues ist. Und es ist so ein Ausrufezeichen da. Hier sieht man die Kapitel, hier kann man das hier im ersten Kapitel des Falls muss der Tatort nach Beweismaterialien und Spuren abgesucht werden. Alle fallrelevanten Gegenstände müssen gefunden werden, um das Kapitel erfolgreich abzuschließen. Ja, hier kann man sich auch Tipps geben lassen, die habe ich gerade vergessen, und zwar so. Und hier kann man raus. Ja, dann begeben wir uns mal zum Tatort. Thank you.
So, hier können wir eigentlich noch mehr machen, nämlich einmal die ganz normale Hand. Dann können wir hier noch schön fotografieren. Und meistens hat man noch Infrarotlicht. Nutze, weil, okay. Boah, bin ich gut. So, dann gucken wir uns mal weiter um. Da ist, denke ich, nichts. Kommen wir hier lang? Nö. Ist vielleicht der Mülleimer was? Okay, der Mülleimer ist leer. So kommen wir übrigens auch wieder raus. Oh, hier haben wir doch was. Eine Plastiktüte, oder? Eine typische Einkaufstüte aus Plastik. Sie sieht zerschlissen aus. Und ist stellenweise schmutzig. Und die wird genommen, jo. Jeder Bus ist auch ein bisschen schmutzig. Komischer Bus, ich weiß gar nicht von welcher Marke. Das ist eindeutig Hamburg übrigens. Laut Fahrplan erreicht Linie 23 den Busbahnhof gewöhnlich gegen 22.45 Uhr. Man kann den Fahrplan auch so genau lesen, das finde ich richtig cool. Hier hat man es nämlich 22.45 Uhr. Naja, und samstags fährt er nur abends und montags bis freitags auch nur abends. 37. Das finde ich auch cool gemacht. Oh, das finde ich cool gemacht. Naja. 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 Also das finde ich total cool gemacht, dass man hier diese Bemerkungen hat. Hier die Linienzahl. Und dass hier noch so kleine Bemerkungen steht. Finde ich richtig gut gemacht. Dass man aber keine weiteren Türen öffnen kann, das weiß ich ja. Kann man hier vielleicht? Nein. Okay, so, hier mal das Handy. Da komme ich nie so gut ran. Ich weiß nicht wieso, aber das ist total blöd, irgendwie nur zu nehmen. So. Ein modernes Mobiltelefon der Marke Rokim. Es befindet sich eine SMS im Speicher des Mobiltelefons. Okay, gut zu wissen. Ich weiß ja nicht, wie es in Hamburg oder so ist. Oder bei dem Bus dieser komischen Marke. Ich glaube nicht, dass es MAN ist. Ich glaube, Mercedes schon auf gar keinen Fall. Komische Busmarke. Aber auf jeden Fall. Keine Ahnung. Das hier sagt man auch nicht, und die Sitze sind auch irgendwie komisch. Das erinnert mich irgendwie überhaupt nicht an einen deutschen Bus. Aber überhaupt nicht. Eher an so einen amerikanischen. Aber es ist schon schön, wie hier auf Einzelheiten geachtet wurde. Muss ich sagen. So, haben wir hier was? Ohne Rad. Können wir die fotografieren? Ja. Dann machen wir weiter. Ganz komisch, dieser Bus irgendwie. Finde ich. Ah, guck mal, hier ist ein Fahrrad. Ein Busticket für eine Einzelfahrt. Es ist bereits entwertet. Ist das eine Kurzstrecke oder eine normale Fahrkarte? Das stand nämlich nicht drauf, weil hier, ich finde diese Einzelheiten so total cool, steht nämlich drauf, dass alle Busfahrten innerhalb einer Gemeinde als Kurzstrecke gelten. Da steht nicht drauf, ob es eine Kurzstrecke ist. Das finde ich nicht gut. Ah, eine Sporttasche. Eine gewöhnliche schwarze Sporttasche in einwandfreiem Zustand. Übrigens, wie bei diesem Spiel üblich, gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, einen Tipp zu erhalten, und zwar... Brauchst du Hilfe? Weil so kriegt man nämlich Tipps. Aber das verschlechtert nur die Auswertung, glaube ich. So, jetzt können wir dir mal die Beweise analysieren, jo. Okay, Elo-Tankstelle. Eloshop.com. Ah ja, interessant. Ratte! Ah. Ratte! Was ist das da? Ich kann dazu ja nichts weiter sagen. Ne, bei der können wir tatsächlich momentan nichts machen. Inhalt der SMS. Rupert, pass auf, was du tust. Es könnte sonst schlimm für dich enden. Absender Werner Kalmann. Juhu, Fingerabdrücke. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gecheckt. Als ich das gespielt habe. Da habe ich Stunden gebraucht, um das zu machen, weil ich es überhaupt nicht gecheckt habe.
Hanualtarif, das heißt, er ist von einer Gemeinde zur anderen gefahren. Moment, das ist, ich will nochmal kurz auf die Einzelheiten achten. Ich finde diese Einzelheiten so total cool. Jo. Sporttasche. Ich bin mir relativ sicher, dass man das hier anklicken konnte. Ah, seht ihr? Ja. 10.000 Euro Drogengeld. Jo, unser Foto, das ist natürlich wunderbar. Und das hier ist ein Fingerabdruck von Dings. Gut, jetzt können wir... Also von der Fahrkarte, jetzt kommen wir wieder ins Hauptquartier. Und ich hoffe, jetzt haben wir alle Beweise. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Ich habe Neuigkeiten für dich. Was für Neuigkeiten? Die Ehefrau des Mordopfers hat sich bei uns gemeldet. Ein äußerst merkwürdiges Telefonat. Inwiefern? Sie wollte sicherstellen, dass es sich bei dem Opfer auch wirklich um ihren Mann handelt. Und? Nun ja, sie wirkte nicht sehr mitgenommen. Da war keine Spur von Traurigkeit. Sie war eher ärgerlich. Eigentlich sogar richtig wütend darüber, dass sie von nun an ihre Kinder alleine versorgen muss. Interessant, die beiden hatten wohl keine besondere Erinnerung. Wohl nicht. Rupert dürfte auch abseits von Familie und Freundeskreis nicht sehr beliebt gewesen sein. Seine Ehefrau beschrieb ihn als griesgrämig und eigenbrötlerisch. Ah ja. Sehr schön. Du hast also den Tatort bereits untersucht. Jupp. Es wird Zeit, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Okay. Welche Beweisstücke hast du am Tatort gefunden? Keine. Ja, nichts. Das ist richtig. Nichts und ein Busticket. Ha, das geht sogar tatsächlich. Was? Nichts und ein Busticket. Nee, ernsthaft. So eine Ratte, Sporttasche, Plastiktüte, Handy. Ausgezeichnet. Das sind alle Beweisstücke, die wir brauchen. Beweismaterial allein reicht nicht aus. Kommen wir nun zu den Spuren am Tatort. Welche Spuren hast du am Tatort gefunden? Auch wieder keine. Ja, Haare habe ich gefunden, Reifenabdruck habe ich gefunden, Handabdruck und Schuhabdruck. Nee, ernsthaft. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für unsere Akten muss noch eine Skizze des Tatorts erstellt werden. Markiere die Stellen, an denen Beweisstücke gefunden wurden. Wo befanden sich das Handy, die Reifenspuren? Ja, ist okay. Wir wissen, was wir gefunden haben. So, das... Achso, ich muss reinziehen. Das Busticket befand sich hier. Die Einkaufstüte befand sich ungefähr hier. Tote Ratte befand sich hier. Die Reifenspuren befanden sich hier. Also, hier. Das Mobiltelefon befand sich hier. Und die Sporttasche befand sich ungefähr hier. Großartig. Du hast alle Indizien richtig zugeordnet. Sehr gut. Das war gute Arbeit. Du solltest jetzt die gefundenen Beweisstücke näher untersuchen. Ich bin mir sicher, dass wir dadurch noch die eine oder andere wichtige Information erhalten. Kapitel 2, erstes Untersuchen. Da, wahrscheinlich haben wir schon alles gemacht. So wie ich mich kenne. Normalerweise sagt er mir hier noch, dass das wäre Visumsspuren aufzeichnen. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier. Na, schon wieder zurück? Ich hoffe, du kommst gut voran. Gut, dass du da bist. Wir haben wieder neue Informationen erhalten. So schnell? Wir haben die Zeugin aufgespürt. Eine gewisse Valentina Krupp. Sie dürfte kurz vor der Tat im Bus gewesen sein. Interessant. Soll ich sie verhören?